Neue Direktorin des Amtsgerichtes Schwerin ist die Juristin Angelika Jeschonowski. Auf einer Feierstunde führte Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Kathi Hoffmeister die Direktorin offiziell in ihr Amt ein. In Schwerin erwarten die in Hamburg geborene Juristin große Herausforderungen. Zunächst sind die Herausforderungen sicherlich zu sehen mit Blick auf die demografische Situation. Die Mitarbeiter werden älter, sind nicht mehr so leistungsfähig. Die Beförderungsstrukturen sind zum großen Teil, ich sag mal, ausgereizt im Moment. Und es gilt jetzt, die Leute zu motivieren, eine Corporate Identity, also eine Liebe und eine Verantwortlichkeit für ihr eigenes Tun innerhalb der Justiz finden zu lassen, um dann auch entsprechende Arbeitsergebnisse erzielen zu können. Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Kathi Hoffmeister würdigte in ihrer Ansprache die Verdienste und den unbedingten Leistungswillen von Angelika Jeschonowski. Sie sei für dieses Amt genau die Richtige. Vor dem Hintergrund der Debatte um mehr Frauen in höheren Justizpositionen verweist Hoffmeister auf Erreichtes. Sie hat vor 3 Monaten ihren Dienst hier aufgenommen und deshalb ist es natürlich schön, also nur zu wissen, dass wir am Amtsgericht hier in Schwerin jetzt eine Frau in Führungsposition haben. Aber natürlich ist es für uns ein besonderes Thema und auch eine Herausforderung, unsere Frauen aus unserem Land in die Möglichkeit zu geben, Führungspositionen zu erreichen. Aber da sind wir gemeinsam mit der Ministerpräsidentin auf gutem Weg. Jeschonowski ist seit mehr als 20 Jahren im Land tätig. Sie begann als Direktorin am Amtsgericht Grimmen. Bevor sie nach Schwerin berufen wurde, war Jeschonowski Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Rostock.